Was bedeutet Beschaffungsstrategie festlegen im Rahmen des Beschaffungsmanagements. Das ist sozusagen der Oberbegriff. Und im Rahmen des Beschaffungsmanagements gibt es den wichtigsten grundsätzlichen Teilschritt, nämlich die Beschaffungsstrategie festlegen. Eine Strategie, der Begriff ist total ausgelutscht, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Jeder redet heute von Strategie. Strategie kommt aus dem Militärischen und bedeutet hier im übertragenen Sinne etwas Grundsätzliches. Also, diese Beschaffungsstrategie dreht sich um sehr grundsätzliche Dinge, nämlich Qualitätsstandards. Ja, das ist eine Grundsatzentscheidung, Standardisierungsentscheidung. Dann Eigenfertigen oder Fremdbezug oder auf Neudeutsch Make or, na, or, or hier, Make or Buy. Eigenfertigung oder Fremdbezug. Make or buy, selber machen oder einkaufen, Eigenfertigung oder Fremdbezug. Und Lagerhaltung, ja oder nein. Lagerhaltung, ja oder nein. Arbeiten wir just in time, verzichten also wesentlich auf Lager. Oder tun wir das nicht? Ja, das sind Grundsatzentscheidungen im Rahmen des Beschaffungsmanagements und damit Beschaffungsstrategie. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.